Servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die Metadaten und die Schlüsselwörter in einem Capture One Katalog und wie ihr diese nutzen könnt, damit ihr eure Bilder besser organisieren könnt. Dranbleiben, gleich nach dem Intro geht's los. Im letzten Video haben wir uns beschäftigt mit dem Importieren von Bildern und mit dem Organisieren in einem Capture One Katalog. Und was ich euch nicht gezeigt habe und ich euch gesagt habe, es kommt im nächsten Video, ist Metadaten und Schlüsselwörter. Das heißt, wie verschlagworten wir die Bilder und organisieren die Bilder, damit wir nachher mit unseren intelligenten Alben arbeiten können, beziehungsweise damit wir eine Struktur in unserem Katalog drinnen haben. In Capture One ist es so, dass die Schlüsselwörter hierarchisch organisiert sind. Das heißt, wir können hier mehrere Kategorien und Unterkategorien einsetzen und so immer genauer unsere Bilder verschlagworten. Für das junge Publikum unter uns, die Schlagwörter bzw. Schlüsselwörter wären so wie Hashtags in den sozialen Medien zu sehen, nur ohne die Raute-Zeichen hier. Die Schlüsselwortdaten in Capture One sind in XMP-Sidecar-Dateien für RAW gespeichert und die werden erst eingebettet, wenn wir die Dateien in JPEG oder TIFF exportieren. Aber dazu müssen wir natürlich auch in unserer Exportvorgabe die Metadaten mit einschließen. Wenn wir das Ganze nicht angehackt haben hier, dann funktioniert das nicht, dann haben wir auch keine Metadaten. Wo macht es Sinn, dass man Metadaten und Schlüsselwörter mit exportiert mit unseren Bildern? Das ist zum Beispiel im Internet so, wenn man unsere Bilder in Fotodatenbanken hochladen wollen, wie Getty Images oder so weiter, oder wenn wir es für unsere eigene Webseite brauchen und Suchmaschinen optimiert arbeiten wollen. Dann funktioniert das ganz gut. Wo es eigentlich keinen Sinn macht, ist, wenn man das bei Facebook oder Instagram hochlädt, weil da werden die Metadaten sowieso gelöscht. Da sind maximal die EXIF-Daten oder die Standortdaten noch dabei. In Capture One haben wir zwei Tools, die für unsere Schlüsselwörter da sind. Das wäre einmal das Schlüsselwort-Tool an sich und einmal die Schlüsselwort-Bibliothek. Im Schlüsselwort-Tool können wir aktiv Keywords zu unseren Bildern hinzufügen und die Schlüsselwortbibliothek wird zum Verwalten von Schlüsselwörtern im Katalog oder in einer Sitzung verwendet. Je nachdem, wie wir das Ganze organisieren, wir können pro Katalog eigene Keywords nehmen, wir können aber auch katalogübergreifend unsere Keywords verwenden. Dazu müssten wir die Schlüsselwörter exportieren und direkt in die Programmstruktur von Capture One reingeben. Ansonsten bleibt das in der Datenbank drinnen und wir können jetzt nur pro Katalog unsere Schlüsselwörter nehmen. So wie hier bei diesem Travel-Katalog, da habe ich zum Beispiel hier die Donauschiffsreise und da habe ich je nach Standort die Bilder eingeteilt und ich könnte jetzt dann noch weitergehen, wo ich sage, okay, Gebirge, Landschaft, Städte, immer weiter verschlagworten, aber für mich reicht diese Grundstruktur einmal. Ich zeige euch dann nachher, wie das weitergeht. Dazu suche ich mir jetzt da einfach mal ein Bild raus. Das wäre zum Beispiel das hier. Wenn ich in den Schlüsselwörter-Tool irgendein Keyword eingib, das schon vorhanden ist in meiner Datenbank, dann habe ich hier die Übersicht und kann das gleich direkt übernehmen und kann das gleich direkt zuordnen. Das wäre zum Beispiel hier Eisernes Tor zum Beispiel oder nachdem das ein Steinkopf ist, habe ich das ein bisschen genauer verschlagwortet und brauche hier nur mehr Enter drücken und habe meine ganzen Keyworte hier hinzugefügt bei diesem Bild. Wenn ich mir das Ganze jetzt hier in der Bibliothek anschaue, dann habe ich hier gleich ersichtlich, dass ich manche Keywords grau hinterlegt habe und manche sind schwarz hinterlegt. Bei den grau hinterlegten zeigt mir Capture One quasi an, dass diese Keywords im Katalog enthalten sind und auch dem Bild hinzugefügt wurden. Im Gegensatz zu den schwarzen, die sind zwar in der Datenbank vorhanden, aber nicht aktiv diesem Bild hinzugefügt. Das könnte ich hier noch händisch hinzufügen, brauche ich jetzt aber nicht.
So wie ich das hier oben gemacht habe, wäre das eine Möglichkeit, wie ich Keywords hinzufüge. Eine andere Variante wäre, wenn ich das mit Komma oder Beistrich einzeln hier hinzufüge, dann kann ich mehrere Keywords gleich auf einmal hinzufügen, aber es sind dann nachher nur einzelne Keywords. Steinkopf, eisernes Tor. So. Dann sieht man hier, okay, ich habe Donau oben, ich habe eisernes Tor, ich habe Schiffsreise und ich habe den Steinkopf. Das wäre eine Möglichkeit. Ich finde die elegantere Variante wäre, wenn ich die Keywörter gleich so eingebe, dass ich die mit der Struktur habe. Wenn ich eine Struktur erstellen will, dann brauche ich dieses größer-kleiner-Symbol. Und da, wo der Spitz ist, das wird dann die Unterkategorie. Das heißt, wenn ich jetzt da eingib Serbien, eisernes Tor, Cepalos, König, Steinkopf. Dann, wenn ich das jetzt so eingebe, dann kann ich hier jetzt nachsehen, okay, ich habe hier Donau Schiffsreise als Hauptkategorie, ich habe dann Serbien als Unterkategorie, dann geht es weiter, eisernes Tor, der Cepalos, das steht hier nämlich im Bild hier drinnen. König, Steinkopf. Das kann ich dann hier so machen. Wenn ich unabsichtlich irgendwo ein anderes Keyword habe, das ich nicht mehr brauche, dann kann ich das einfach hier hinzufügen und ich habe das Ganze hier drin. Ich könnte das hier aber auch wieder entfernen. So geht's. In der Schlüsselwort-Bibliothek kann ich das Ganze dann noch weiter ordnen mit dem Drag and Drop. Ich kann das hier immer besser verschachteln und habe dann weiter die Übersicht. Ja, also das heißt, ich könnte jetzt da sagen, okay, die Schiffsreise. Wenn ich jetzt eine weitere plan, kann ich jetzt hier sagen, okay, Schiffsreise ist die Hauptkategorie und Capture One verrechnet man die ganzen Bilder, die diese Schlüsselwörter in ihren Varianten drin haben. Und das dauert jetzt ein bisschen, weil es natürlich eine Menge an Bildern sind. Und ich habe da jetzt wieder ein bisschen Ordnung geschaffen und habe hier jetzt da Schiffsreise, Donauschiffsreise und so weiter. Meine ganzen Keywörter drin. Wenn ich das Ganze jetzt da auf mehreren Bildern anwenden will, dann nehme ich zum Beispiel das hier. Dann kann ich das hier zum Beispiel mehrere Bilder markieren und kann das hier mit Kopieren übertragen, kann das auf die anderen Bilder zuweisen. Dann habe ich hier mehrere Bilder gleich verschlagwortet. Kommen wir zum nächsten Teil vom Video. Metadaten. Mit den Metadaten kann man die Fotos auch weiter organisieren. Man kann auch ein paar Angaben zum Bildtyp machen. Man kann sich als Fotohersteller branden. Man kann eigene Daten hinzufügen. Man kann das für die Webseite bearbeiten, damit es für den Google Search Bot ein bisschen besser eingelesen werden kann, besser dargestellt werden kann in der Suche und also für Metadaten. Also es gibt im Prinzip keinen Grund, keine Metadaten zu verwenden, sage ich mal. Außer man möchte keine Positionsdaten preisgeben, wenn man zum Beispiel Lost Place fotografiert und so weiter. Sei es drum, wir haben da ein eigenes Tool für die Metadaten. Da kann man seine EXIF-Daten einlesen, was seine Bewertungen, was man in Capture One vergeben hat und was Hersteller spezifisch von der Kamera in die RAW-Datei reingeschrieben worden ist. Dann kann man noch die EXIF-Daten von der Kamera dann noch dazu sehen und welche Einstellungen ich verwendet habe bei diesem Bild zum Beispiel. Dann kann man weiter unten noch IPTC-Kontaktdaten eingeben. Also das sind die Metadaten, die japanische Kamerahersteller erfunden haben. Und dann gibt es noch im
weiter die XMP-Daten, die von Adobe rauskommen ist und hauptsächlich von Adobe-Produkten verwendet werden. Wir können jetzt hier Metadaten voreinstellen. Ich habe da zum Beispiel meine Kontaktdaten immer dabei. Dann kann ich eben sagen Inhalt, Bild, Copyright-Vermerke und so weiter. Und das füllen wir jetzt da gemeinsam aus. Dazu gehen wir zuerst auf Google, weil ich, wie heißt der jetzt da, Decebalos. Dann nehme ich mir einfach den Wikipedia-Eintrag. Das wird jetzt dann nämlich meine Überschrift. Dann möchte ich die Beschreibung hier nehmen. Dann nehme ich das noch als Beschreibung dazu. So. Gut, dann kann ich noch weiter dazu schreiben und dann kann ich noch zusätzliche Kategorien dazu fügen. Eisner Store, Donau, Sehenswürdigkeit. Dann Verfasser der Beschreibung, die habe ich von Wikipedia. Und was gebe ich dann jetzt noch an? Nutzungsbedingungen, genau. Folgt mir auf Instagram @hammerfoto. Also wie ihr seht, man kann das Ganze im ausschmücken, je genauer, desto besser. Das Ganze exportieren wir jetzt da. Dazu in den Schlüsselwörtern geben wir hier jetzt da unsere Keywords ein, die wir vorher mühselig da reingeklopft haben. Dann haben wir Copyright, Bewertung, Farben, Kamera, Metadaten, alle anderen Metadaten. Okay, das verarbeiten wir jetzt. Und jetzt schauen wir sich einmal an, was in unserem Bild für Daten hinterlegt sind. Schauen wir uns das Ganze hier an. Wir haben die EXIF-Daten hier dabei und wir haben die IPTC-Daten. Da habe ich eben den Autor, die Caption dazu, die Headline, Caption Writer, Wikipedia und unsere Schlüsselwörter haben wir hier. Coole Sache, da könnte man jetzt dann noch weiterschreiben, aber innerhalb von Caption One reicht mir das eigentlich schon. Und so, das war's mal zu Schlüsselwörtern, Metadaten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt. Schreibt mir ehrliches Feedback zu diesem Video und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Also dann, ciao Leute.